Hermann Schitzenhöfer und sein Team laden zum Wahlauftakt in die Grazer Seifenfabrik. Kurzer Wahlkampf, volles Programm. Ein klares Statement, das deutlich macht, worauf es nun ankommt. Weil wir gewählt sind, um zu arbeiten, nicht um zu streiten. Die Spitzenkandidaten derer, die regieren, sind im ganzen Land bekannt. Die Menschen kennen auch mich gut, sehr gut. Und daher brauche ich mir nicht bekannt machen. Unser Programm habe ich vorgestellt, dass sich das in einigen Teilen mit den Vorstellungen auch des Regierungspartners deckt, ist kein Nachteil. Es ist ja der Weg zum Ziel, dann immer das, worüber wir reden müssen. Für ihn steht fest, die Entscheidung, die Landtagswahl noch vor dem Sommer über die Bühne zu bringen, war definitiv die richtige. Mit mutigen Reformen für die Steiermark voranzugehen, hat für ihn oberste Priorität. Wir dürfen mit den Reformen nicht erlahmen. Es muss aber auch jeder wissen, es wird keine Einschnitte mehr geben. Reform ist ja nicht Einschnitt. Etwa in der Frage der Verwaltungs- und Aufgabenreform kann man viel Geld einsparen ohne Einschnitte, indem man die Doppelgleisigkeiten wegkriegt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mehr Arbeit schaffen. Arbeit, von der man leben kann, Arbeit, mit der man leben kann. Und dann geht es natürlich um die Wissenschaft, um die Innovation, um die Forschung für die Zukunft. Hier den Zukunftsfonds wieder einzurichten, um Anreize zu schaffen, ist mir im Forschungsland Nummer 1 Österreich ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir sozusagen den Fuß in der Tür der Zukunft. Und schließlich sind es die Lebensräume, die wir entwickeln wollen, wo wir auch für den Verkehr etwas tun müssen, für den Grünraum etwas tun müssen. Aber natürlich auch die Regionen, die wir jetzt durch die Gemeindefusionen gut vorbereitet haben. Was in der Steiermark bis jetzt geschafft worden ist, bewundert ganz Österreich. Ein Umstand, der beweist, dass es sich lohnt, in der Politik Mut zu beweisen. Man muss Flagge zeigen und Kurs halten. Mut ist nicht käuflich. Man muss ausgetretene Pfade verlassen und Neuland betreten, wenn man etwas für die Menschen und vor allem für die jungen Menschen tun will. Mutig und stark geht es weiter voran. Gemeinsam mit seinem Team ist Hermann Schitzenhöfer bestens gerüstet, um das Land ganz nach vorne zu bringen. Ja, dass man einfach die Kraft hat und die Kontinuität aufbringt, die Reformen fortzusetzen und auch das Vertrauen in der Bevölkerung kriegt. Es gehört beides zusammen und da haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Weil wir die Partei der wirtschaftlichen Vernunft und der sozialen Wärme sind, weil wir keine Berufsgruppe, keine Bevölkerungsgruppe gegeneinander ausspielen und wir eine soziale Integrationspolitik, eine unternehmerische Reformpolitik machen wollen, aber keinen Klassiker. Man kann also gespannt sein auf das Ergebnis der Landtagswahl am 31. Mai.